So, da sind wir wieder. Und das geschulte Ohr hat es vielleicht schon mitbekommen. Ich habe endlich auch ein neues Headset. Ich bin vielleicht sogar endlich verständlich. Keine blöden Störgeräusche mehr und so weiter. Ich bin sehr glücklich. Ich weiß nicht, ob die Feinabstimmung jetzt perfekt sitzt. Ich hoffe es einfach mal. Ansonsten werde ich das in den nächsten Folgen auf jeden Fall noch auf die Reihe kriegen. Und ich würde sagen, wir machen dann direkt mal in dem neuen Glanz weiter und gehen in den Wald des Bösen. Wirrholz. Flüster. Hab meine Kräfte von ihm. Auf mir wird sonst eh immer nur rumgehackt. Zerstöre also jetzt die Welt, Monster des Waldes, ergreift den Eindringling. Ohne Wenn und Aber. Na Göttin, was hast du los? Schwupp, ich bin's, die Göttin der Zeit. Du, Phil. Da wirkt wieder jemand die Zerstörungsmagie. Die Burg findet sich ganz tief im Wald. Aber zuerst müssen nicht umhinkommen, diese Brücke da zu überqueren. Ich kann mir auch ein Boot wieder bauen lassen, wer weiß. Wenn du beim Dorf angekommen bist, ist auch die Burg nicht mehr weit. Im Wald wirst du aber aufpassen müssen. Von da sind mysteriöse Stimmen zu hören. Also dann, los geht's. Am besten ganz ohne Hasch, natürlich nicht. 30 Sekunden reichen vollkommen aus. Gucken wir erstmal, was wir hier so Schönes haben. Da möchte doch schon mal jemand mit uns reden. Boah, sind wir langsam. Ich bin Richard, ich bin ein Minnesänger. Der Wolf ist mein Gefährte, sein Name ist Robin. Ach, ist der süß. Juhu! Du planst, den Wald zu durchqueren? Seit der Bösewicht auf der Bildfläche erschienen ist, nehmen die Leute ja den Wald des Bösen. Seit einiger Zeit durchstreifen Monster den Wald bei Tag und bei Nacht. Pass auf, ich habe da einen Vorschlag. Okay, hau raus. Wenn du Angst hast, den Wald allein zu durchqueren, begleite ich dich bis zum nächsten Dorf, na? Ich bin kein großer Kämpfer, aber Robin hier macht mit dem Monster einen kurzen Prozess. Die Sache wird dich aber etwas kosten. Mal sehen, wenn du mir 300 Gold zahlen könntest, wäre das eine große Hilfe. Also, wenn du das so durchziehen willst, bin ich dabei. Na, was soll ich jetzt sonst? Jetzt zeigt mir schon wieder keine Veränderung an. Also ich denke mal schon, dass eine Holzfäller-Axt... Obwohl, wir haben jetzt ja den dicken Knüppel letztes Mal bekommen. Hier zeigt er wenigstens an, dass irgendwas schlechter wird, aber ansonsten... Naja, erstmal gehen wir ein bisschen Geld sammeln. Ja, klatsch, 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 klatsch. Hätten wir mal die Fliegenklatsche mitgenommen. Was ist ja die Hölle, wie langsam wir sind. Ach so, alle weg. Ach so, okay, dann muss ich das Kraut auf jeden Fall kaufen. Und das benutzen, wenn sonst jemand da ist. Der kostet nämlich 300. Das heißt, wir sollten mindestens 400 haben. Damit wir gleich einmal die Zeit zurückdrehen können und den Typen kaufen können. Zahlen können, was auch immer wir mit ihm wollen. Oh, ich glaube, ich werde schneller. Dann kriege ich das zusammen, vorher? Nicht ganz. Beten wir jetzt einmal schnell. Ach, da wäre der Kampf gewesen. Und wir kaufen uns Richard als treuen Weggefährten mit seinem Hund. Danke, tut mir leid, als Künstler muss man finanziell eben schauen, wo man bleibt. Ja, klar. Kenne ich ja. Also, gehen wir. Richard ist mit dabei. Sehr schön. Hiervon will ich jetzt gerade nichts haben. Dann mal ab in den Wald. Oh, der macht sogar Musik für uns. Ist das toll. Sag mal, kann ich dich was fragen? Kann ich jetzt verhindern? Du hast wirklich vor, den Bösewicht auszuschalten? Ja, klar. Weißt du, die Sache ist nämlich die... Ich schreibe gerade ein Lied, das von der Reise eines Helden handeln soll. Na komm schon, sei meine Inspiration. Erzähl mir auf unserem Weg ein wenig von deiner Reise und deinen Abenteuern. Ich habe hübsche Frauen getroffen. Ich habe eine Brücke gebaut, also indirekt. Was habe ich denn sonst eigentlich bisher gemacht? Aha, aha. Das reicht ja schon. Du bist dem König begegnet? Ja, ja, genau, das auch. Und dann, wow. So, so. Du bist also viel mehr als nur ein flinkes Kerlchen. Du hast ja so einiges durchgemacht. Ja, oh. Ich dachte, er möchte noch ein bisschen mehr von uns wissen. Ah, sieht aus, als wären wir beim Dorf angekommen. Nicht viel los hier. Naja, aber da wären wir ja zumindest. Komm, Robin, verabschiede dich schon brav von Philipp. Oh, kann er nicht bei mir bleiben? Der liebt mich, der weint sogar schon. Na na, normalerweise traut er sich sonst nur an mich so heran. Mach's gut, Phil. Vielleicht sehen wir uns schon bald mal wieder. Klar, wenn ich deinen tollen Song dann im Radio überall höre. Kaufen wir das mal einfach. Achso, das war jetzt eher Essen. Ich dachte, das wäre jetzt wieder so ein Mitnehmen-Ding.
Beten können wir uns nicht leisten, aber das machen wir gleich. Klatsch, klatsch, klatsch. Und zur Göttin gebetet. So, jetzt auf zum Schloss. Vor allem diese kleinen Typen. Obwohl, ein Level machen wir noch kurz vorher. Kostet uns ja nicht viel Leben. Komm, wenn ich die Quere. Mal gucken. Also den kleinen Unkraut-Dinger hier haben wir gar nichts gebracht. Da stand ich so kurz davor. Naja, es ginge. Viel Tamtam hast du ja hier nicht gemacht. Reisender, warte doch mal bitte. Vielen Dank, dass du die Welt gerettet hast. Dies ist ein Zeichen unseres Dankes. Alles Gute. Und? Schöne Sandalen. Wow, jetzt kriegen wir hoffentlich gleich noch weiße Socken und dann ist alles super. Gute Arbeit, Phil, aber es kann doch noch nicht ganz glauben. Selbst dieser Baum hat die Zerstörungsmarke... Meine Güte, ich schaffe das heute noch. Selbst dem Baum hat er die Zerstörungsmagie beigebracht. Ja, dankeschön. Wir können nicht zulassen, dass diese Person weiterhin diese unsäglichen Zauber verbreitet. Lass uns gehen, Phil. Wir werden bereits an einer anderen Stelle gebraucht. Bin ich der einzige Mensch auf diesem Planeten, Welt, was auch immer wir da sind, der die Welt retten kann? Oder überhaupt irgendwas machen kann? Ein ausgewogener Held. Ah, ich will nicht solo reisen und ich möchte auch nicht einsam sein. Ich wollte den Hund auf jeden Fall mitnehmen. Außerdem gibt es jetzt bald tolle Songs von uns. Unsere Heldentaten und alles, was wir bisher verbracht haben. Mit der Hilfe eines Minnesängers auf Reisen und dessen Wolf durchquerte Phil den Wald und bezwang den bösen Baum. Wow, das klingt ja mega hart. Warum nur wünscht sich Phil jetzt auch ein Haustier? Weil das voll süß war. Nächstes Mal bei Half-Minute Hero, Berg des Mutes. Na, kommen alle raus hier. Und direkt. Und ich würde sagen, wir schaffen den Quest 7 doch bestimmt auch noch. Wenn wir uns jetzt beeilen, starten wir den direkt. Ein Glück, dass hier ein Felsbrocken liegt. Jetzt kann ich in Ruhe meine Zerstörungsmagie wirken. Ein Hoch auf anorganische Substanzen. Hey, hi. Es gibt Probleme, Phil. Der Bösewicht wirkt seine Magie. Was das Problem ist? Dieser fette Pfeil da. Sieh es dir an. Ein Felsbrocken blockiert den Weg. So kommst du nicht zur Burg des Bösewichts. Du ahnst also, was das bedeutet. Gib auch dieses Mal dein Bestes, Phil. Dann guck mal direkt mal in das Dorf hier rein. Was es hier so Schniekes gibt. Oh, was? 3000? Oh, das Ding ist auch noch mega schwer. Ich glaube, das wird uns super langsam machen. Außerdem ist 3000 echt ein bisschen sehr übertrieben. Vielleicht kriegen wir irgendwie eine Möglichkeit, dass wir ein bisschen billiger rankommen. Und wir laufen. Und wir... kämpfen, wir laufen. Oh. Ich dachte schon. Ah, da möchte jemand mit uns reden. Der Häuptling des Feuerstammes. Für uns vom Feuerstamm ist dieser Berg heilig. Fremde haben dort nichts verloren. Du möchtest unbedingt hier durch, um die Welt zu retten? Fremde dürfen keinen Fuß auf den Gipfel setzen. Aber wir haben großen Respekt vor deinem Mut. Danke. Geh nach Osten zum Pfad der Prüfung und hol dir deine Mutmedaille aus der Höhle. Wenn du mit der Mutmedaille zurückkehrst, gewähren wir dir Zutritt zum Gipfel des Berges. Mhm. Oh, was will denn jetzt? Der Weg ist ganz einfach. Geh zu dem Felsbrocken, der den Weg nach Osten blockiert. Dein Mut wird einer Prüfung unterzogen werden. Der Junge des Feuerstands hat den Felsen beiseite gerückt. Was? Dieser Junge hat einen Felsen beiseite gerückt? Also dann. Aber lass uns bitte kurz nochmal zurück erstmal. Ich brauche Heilung. Das hat funktioniert. Gehen wir vorher nochmal beten? Ne, wir haben noch 20 Sekunden, das reicht ja einigermaßen. Boah, die werden jetzt aber schon ganz schön hart hier. Bleiben wir doch nochmal kurz hier, trainieren noch ein bisschen, bis wir dann gleich darüber gehen. Nicht schon mal Stufe 7. So, gebetet. Teures Kraut gekauft. Ja, die wollen doch hier nur dealen. Deswegen muss ich hier die ganze Zeit für die Kämpfen irgendwelche Prüfungen machen. Der Weg ist abgeschnitten. Vor dir fließt rostglühende Lava. Willst du dennoch das Kind schnell zu überqueren? Ja, soll ich denn sonst machen?
Das war ja einfach. Du hast geschafft, die Lava zu überqueren. Da ist unser Schatz. Ist das das Medaillon? Es ist das Medaillon. Mutmedaillon erhalten. Jetzt aber nichts wie weg. Halt! Eine geheimnisvolle Stimme redet mit uns. Bist du derjenige, welcher sich die Mutmedaille ohne Erlaubnis genommen hat? Ich wurde hingeschickt. Lass die Medaille hier und geh. Wenn du gehorchst, wirst du nicht bestraft werden. Mutmedaille hier lassen und fliehen? Nein! Nein, nein! Ich möchte kämpfen. Oh, dann wirst du jetzt meine wahre Wacht zu spüren bekommen. Vergängliches Wesen, nun ist es zu spät, um Vergebung zu bitten. Komm noch her! Dein Mut ist wahrhaftig. Keine Drohung wird dich von deinem Weg abbringen. Du bist ein wahrer Held. Dein Mut, der Junge, ist wie für dich gemacht. Ah, okay. Das war cool. Nun geh, Held. Ich eile. Lass mich rennen. Lass mich rennen. Lass mich vorbei. Ungeziefer. Okay. Oh, es gibt sogar mehr, oder? Gut gemacht. Nun nimm die Mut mit. Mutmedaille. Und ich habe Medaillon gelesen. Nun nimm die Mutmedaille und untersuch das Monument im Norden. Der Pfad zum Gipfel wird sich öffnen. Was ist jetzt mit dem Zelt hier? Zelt ist vorher schon auf dem ersten Grasfeld liegt ein Monster, das eine große Menge Gold mit sich führt. Auf dem ersten Grasfeld? Aha. Okay. Wo ist dieses ominöse erste Grasfeld? Grasfeld? Hier irgendwo? Hallo, Grasfeld. Geht das als Grasfeld jetzt hier? Und wenn ja, wo soll dieses Monster jetzt sein? Weil diese große Menge Geld wäre jetzt schon nützlich für diese Rüstung. Oh, es kostet mittlerweile 300 die Zeit zurückzudrehen. Oh Mann. Ich möchte die Rüstung haben. Dafür brauche ich das Geld, aber ich glaube, so leicht machen wir uns das hier nicht. Naja, dann. Jetzt ist der Boss ja gar kein Problem mehr eigentlich. Wir kriegen auch so unser Geld gerade. Aber bis wir dann 3000 haben, dauert das wahrscheinlich noch Jahre. Hier nochmal auf dieses Feld drauf. Das kann nicht wahr sein. Muss doch hier irgendwo sein. Supermonster, hallo! Dann eben nicht. Jetzt habe ich aber auch genug. Ich habe genug, habe ich gesagt. Genug! Reicht jetzt. So, Zeit nochmal zurückdrehen. Auf dem ersten Grasfeld lebt er muss das ein großes Menge Geld mit sich führt. Keine Ahnung. Ein anderes Mal dann halt. Ich habe es versucht. Geht mir aus dem Weg. Goll, Franzor. Du hast es tatsächlich bis hierhin geschafft. Du hast den Felsen beiseite gerollt und bist den weiten Weg hierher gekommen. Na klar, doch für diese Reise ist hier Endstation. Klatsch, klatsch. Ach, der macht ja gar nichts mehr. Was? Ich bin es, für den hier Endstation ist? Du bist ein Stein, du solltest dich eigentlich gar nicht bewegen. Normalerweise bewegen sich Steine nicht. Hey, warte! Du hast großes Potenzial. Dankeschön. Das von einem kleinen Knirps. Das hier soll dir gehören. Behandle sie gut. Also dann. Ist es die Rüstung? Nein, eine Bronzenlanze. Schade. Oh, wir sehen schon ein bisschen heldenhaft aus. Gut gemacht, Phil. Die Mitglieder des Feuerstammes mögen sehr stolz sein, aber sie haben das Herz am rechten Fleck. Aber zuerst Bäume und jetzt Felsen? Wir haben es mehr und mehr mit verschiedenen Arten von Bösewichten zu tun. Wäre ja auch langweilig sonst. Gut, ich bin gespannt, was für ein Bösewicht als nächstes auf uns wartet. Phil, na, du machst das schon. Immer weiter so. Ich glaube, da ist auch Potenzial, die mag uns. Ein kleiner Held. Ein Feigling sind wir auch noch, oder was? Klicken wir das mal schnell weg. Das müssen wir uns nicht bieten lassen. Ich finde, wir haben das sehr, sehr mutig, heldenhaft, stark und groß gelöst. Der Feuerstamm erkannte seinen Mut an und im Gegenzug vertrieb Phil das Böse von ihrem heiligen Berg. Weiter so, Phil. Befreie die Welt von allem Bösen. Nächstes Mal bei Half-Minute Hero, unendliche Wüste. Na, das klingt ja einladend. So, dann würde ich sagen, wir beenden diese Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alles hat auch soundmäßig gut hingehauen. Ansonsten, spätestens in der nächsten Folge sollte ich das hinbekommen haben. Und, ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut!